Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Ich habe das Spiel gefunden als Demo-Version auf Steam. Das Spiel wird erscheinen am 17. März, also in nicht allzu vielen Tage. Es ist ein Indie-Game, das heißt ein bisschen Survival, ein bisschen Horror. Ich habe da was gelesen drüber, und zwar ein außes Raumschiff wurde zum letzten Mal gesehen auf einer Moon-Mission 1972. Egal. Gut. Die Sowjets entdecken aber 1976 nochmal ein Wrack und erkunden das. Zwei Jahre später gibt es regelmäßige Flüge zum Mond. Und herum wurde und das ganze Raumschiff wurde ein Wissenszentrum gebaut, damit Emotionen mit kleinen Zahlen und alles sammeln können. Wie viele Forscher halt sind. Jetzt ist es, wir haben im Spiel Mai 2023. Der Kontakt mit Orbiter wurde verloren. Also wird natürlich ein Team hingebracht, um zu suchen, warum. Und denkt man, das sehen wir im Spiel sowieso. Die Mondfähre stürzt beim Versuch, ein Land zu gehen, also ein Mond, stürzt ab. Nur ein Mensch überlebt. Das ist der Gregory Grimorov. Ja, und der muss sich halt in dem Leben auf dem Mond behaupten, gucken, wegkommen, ich weiß nicht genau, in welche Richtung das Spiel gehen wird, aber wir schauen es uns nochmal an. Mehr schief ging ganz nicht. Loading, das dauert wieder ewig. Der Weltraum. Unendliche Weiten. Reef Games. Ah, sieht aber schön aus. Ich glaube, es ist der Traum von jedem, mal ins All zu gehen. Unreal 4. Ob das was mit dem Spiel zu tun hat? Das Spiel Unreal? Weiß man nicht. So. Da ist der Mond, da ist die Erde. Behaupte ich mal noch so. Ja. Und da ist anscheinend der Orbiter. Okay. Und so, cooler Trailer. Das Spiel kommt, glaube ich, aus Russland, weil ich alles auf Russisch bei Steam gelesen habe. Reverse Side. Reverse Side. Man weiß es nicht. Schauen wir mal. Bin ganz gespannt auf die Grafik und Survivor Indie Game. Naja, DayZ ist nicht gerade gruselig. Also. Mach mal so. Das kann man ja nicht so zu nennen. Das ist eigentlich nur ein Survivor Game. Mal schauen, ob das ein richtiges Indie Survivor Game ist. So wie ich mir das richtig vorstelle. Dass man wirklich nicht Angst haben muss vor den Spielern, sondern vor den. Monstern. Warten wir es ab. Wir warten, wir warten. Da, 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 da. Jahre später. Der Ladebildschirm geht aus. Und wir können spielen. Hoffen wir es nochmal. Schwarzer Bildschirm ist aber nicht so schön. Hallo? Hallo? Ah, lädt er wieder. Okay. Da. 23. Mai 2023. Ah, der Orbiter heißt Junior 2. Okay. Da ist die Erde. Ganz schwere Wolken über den... Sieht mal komisch aus. Über der Sahara. Gut, dann schauen wir mal, können wir uns bewegen? Hallo? 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 Ah, das sind anscheinend wir. Ach, für den Weltraum. Genügend Bücher, Laptop, Kaffee. Aber ich hatte gerade einen Indiz gesehen, was völlig blödsinnig ist. Da ist ein Kugelschreiber.
wie der Kugelschreiber entstanden wurde, weiß natürlich nicht viele. Der Kugelschreiber ist eine Erfindung von der NASA. Die brauchten irgendwas, wo man im Weltraum mit schreiben kann. Dafür haben die mehrere Millionen Forschung ausgegeben. Jetzt kommt der Witz. Die Russen haben einen Bleistift mit hochgenommen. Also ist das eigentlich schon lächerlich. So, ich weiß nicht, ob wir hier alleine sind oder nicht, weil wir ja letzte Überlebende sein sollen. Das werden wir auch gleich erfahren. Schauen wir auch mal. Alter! Oh. Okay, das ist das vorm Crash. Vielleicht habe ich das überlesen, ich weiß nicht. Ist da eine Tür? Ich gucke mal die Türen an. Ob ich die Türen aufgehen? Geht die Tür auf? Die Tür geht auf. Oder? Tür! Ist doch eine Tür oder nicht? Anscheinend geht die nicht auf. Gut. Da vorne ist auch ein Hampelmann. Ja. Ist gut. Ja, mach dir die Tür zu. Okay, wir müssen einen Anzug anziehen. Ich behaupte mal, das war hier, wo das Leuchten ist. Jo, so. Ja? Das hier? Ah, hier. Da. Zieh an. Sieht gleich ganz anders aus. Tür geht auf. So, dann müssen wir halt nur da vorne das blaue Zeichen. Das müssen wir noch mal anschauen. Hoppla, da habe ich meine Maus verdreht. Da, hier ist Tür auf oder nicht? Hm? What the fuck? Ist die Tür hier? Ich weiß gar nicht, man sieht das so schlecht. Oder ist das hier neben? Ah, daneben. Okay. Körper untersuchen. Das sieht aus wie... Gehlem! Ja, ungefähr gleich. Nur nicht ganz so hübsch. Faszinierend. Gehlem ist in einem Spiel drin. Ah, hier ist ein Pünktchen. Skin auf der Injektion. Ja gut, ich finde die Farbe nach der Injektion. Ganz im Ernst, ist der tot oder ist er? Also ich hätte ihn, ich weiß, ich hatte im Weltraum, ich hätte ihn trotzdem gefesselt. Überstellen. Na? Anklicken. Geht nicht. Keine Ahnung, warum das gerade nicht geht. На правой руке объекта имеются следы заживления мертвой ткани, что свидетельствует об активности процессов организма. Ja, stimmt, die Farbe geht da weg und heilt. Also ich weiß nicht, ich würde das Vieh erstmal den Kopf abnehmen, weil ohne Kopf. Na komm, ja, die müssen echt noch was an der Steuerung machen, weil das ist grauenhaft. Hallo, ich klicke. What the fuck, hallo. Guck dir den dämlichen Schädel an, verdammte Hacke. Was ist jetzt? Hallo Gehlem. Gehlem lebt noch, wir müssen weg. Tür auf. Gehlem ist am Leben. Müssen wir flüchten hier. Weg. Ach du Scheiße. Das Vieh lebt. Sehr clever, Leute. Sehr clever. Vielleicht hättet ihr das Vieh mal festbinden sollen.
nicht aus wie so ein Erdenschiff? Was ist denn das? Alter, hat das Vieh mich jetzt erwischt? Oh oh. Mir ist schlecht. Und jetzt? Hallo? I'm alive. F? Genau, was ist es? Oh. Raus hier, raus hier, raus hier, raus hier, raus hier! Bevor dir irgendwas auf den Kopf fällt. Ist da ein Riss in der Maske drin? Ich sehe das gar nicht. Ach du Scheiße. Tja, die Frage an euch. Was würdet ihr machen? Allein auf dem Mond. Ich behaupte mal, jetzt haben wir hier Probleme. Ah, das ist Licht. Ach du Scheiße. War das mit dem Mistvieh? Was ist 18? 18. Das sieht aber nicht gut an. Ich glaube, wir brauchen auch Sauerstoff. Gibt es hier irgendwo Sauerstoff? Ich weiß es gar nicht. Ich habe so das Gefühl, wir sind gleich im Arsch. Bei 12, 11% oder ist das? Ich weiß es nicht. Da drüben ist noch viel Licht, da gehen wir mal hin. Da ist irgendwas. Ich hoffe mal, dass was Wichtiges, was wir gebrauchen können. Weil ich habe nur noch 8, ich bin gleich tot, glaube ich. Da ist Licht. Also ich behaupte mal, wir sind gleich tot. Oh, oh, wir sind gleich tot, glaube ich. Wirklich. Ah, shit. Wir brauchen irgendwie Sauerstoff. Ja, das habe ich erwartet. Wir sind tot. So, ich brauche eine H2O-Flasche. Ja, ich weiß schon. Gib die Gas, Junge, komm. Raus hier. Ja, ja, raus da, raus da, raus da, raus da. Wo dir irgendwas auf den Kopf fällt. Ja, leck du mich auch an. So, wie scheint, brauchen wir jetzt erstmal Sauerstoff. Alles andere ist mir scheißegal. Da vorne ist ja eh eine Sauerstoffflasche, du Trottel. Weißt du, das war jetzt so dämlich, dass ich die vorhin nicht gesehen habe. Okay. Die ist aber hart. Ey, du musst die ganz schön viele Sauerstoffflaschen finden, sonst bist du schnell im Arsch. Ich glaube, ich wäre eh schon tot. Na, dann holen wir uns den komischen Apparat da. Hui! Hui! Hello! Ich will dich mitnehmen. Ja, ja, mitnehmen. Danke. Interessant.
Flasche, Flasche, ich brauche eine Flasche. Ah, das muss doch geil sein, so schwerelos rumzuhüpfen hier. Was ist denn das? Okay. Gut, ich muss den Berg anscheinend rum. Denke ich mir mal, weil es so eben da stand. Hopp, hopp, hopp. Hopp, 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 hopp. Irrsinnig, echt. Hä? Steht da vorne jemand? Ich hüpfe jetzt, weil ich weiß nicht, ob das was bringt oder nicht. Keine Ahnung. Da! Ein Mondauto! Yes! Oh, fuck. Ich habe das Gefühl, hier fällt alles auseinander. Irgendwie oder auch nicht. Erinnert mich die Umgebung, wie wenn die Atmosphäre da wäre, wie Pulp bei Star Wars The Old Republic. Ja, leck mich doch am Kaffeeautomat. Echt. Das ist es natürlich. Aber Sauerstoffflaschen, die so leer kommen, schnell leer gehen. Also das ist ja schon übertrieben, finde ich. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das irgendwann fürs Multiplayer rauskommt oder nicht. Ich habe keine Ahnung. Weil das wäre eigentlich auch eine lustige Sache, finde ich. Zumindest. Das war schon. Minuten waren das. Ja gut, kann man so lassen. Okay, ja. Die ersten Eindrücke. Es ist doch was anderes. Auf dem Mond ist halt was anderes. Und das ist nicht so Science-Fiction-mäßig. Es ist Science-Fiction, klar. Aber nicht so übertrieben. Es ist hier eine Geschichte dahinter. Was ich bei anderen vielen, vielen Spielen echt vermisse. Genießen wir nur mal ganz kurz einen Ausblick ins All. Kann man nicht bewegen? Nein. Aber ich glaube, ich kaufe es mir. Ich will es mir kaufen, wenn es dann rauskommt. Am 17. März kommt es raus, wie gesagt. Und naja. Was hier noch steht, ist, dass man halt, als wenn man die Figur spielt, in Gefahr gebracht mit Kälte des Weltraums. Der Sauerstoff ist kostbar. Die Aufgabe ist voller Gefahren, der verzweifelte Mannschaft, der Orbit, liegt versteckt unter der Oberfläche. Sie müssen alle Ressourcen zu finden und Geräte zu bauen. Ah, Geräte bauen. Sie müssen sich anpassen, improvisieren und halten sie ihren Verstand. Behalten ihren Verstand. Also, Köpfchen benutzen. Naja, wie man den Horror halt überleben soll. Ich glaube, Daisy ist keine große Hilfe im Spiel. Vielleicht beim Looten, ja. Aber ich sag dann mal, mit diesem hübschen Einblick hier, schauen wir weiter mal, was wenn das Spiel rauskommt, ob es sich verbessert hat oder auch nicht. Ich zumindest verlinke alles unter dem Bildschirm und dann könnt ihr mal wegen selber spielen, erst in Vision oder halt Emotionen kriegen. Dann sage ich bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.